Willkommen zurück bei FIFA 18 The Journey. Wir sind hier mit dem alten Danny Williams unterwegs. Wir müssen seine Karriere retten. Oder wir haben uns dazu entschieden, seine Karriere zu retten. Weil, wieso auch nicht? Es kann losgehen, Jungs. Die Arbeit ja, wofür geht wir bezahlt weiter. Werden. Ja. Morgen arbeiten wir an den Das Verrückte ist halt, dass er jetzt bei Liverpool ist und keinen Startplatz hat. Der ist halt so auf dem Abschiebegleis irgendwie. Oder Abstellgleis, ja. Der ist halt jetzt auch nicht so geil wie Alex, ne? Und der ist halt auch Stürmer und nicht Flügelspieler. Ja, ich hatte noch von eben. Naja. Ach du Kacke. Okay. Mich würde ja mal interessieren, wie das mit den Skillpunkten ist, weil der Danny, also, der kann ja jetzt nicht so viel. Wenn man ehrlich ist, ist jetzt nicht so der Krasse. Also Alex geht auf jeden Fall besser. Der hält aber auch alles hier, kann das sein? Ja, auf jeden Fall eine Menge hält er. So, jetzt das Letzte, komm. Ja, da haben wir das A noch geholt. Okay, weiter. Wollies, na, okay. Hat der Danny, ne? Guck mal, da die Werte sind, ist auch nicht so der Burner. Ja, aber der ist groß. 1,93, ne? Ey, jetzt spielen wir. Der stand gerade Klein. Nathaniel Klein. Aber da das stand es gerade wieder da, aber jetzt wieder Williams. Das ist ja verrückt. Vielleicht ein kleiner Bug, kann das sein, EA? Boah, es war ja ein geiler Volley, auf jeden Fall. Ui, der ging aber mal bis nach China, du. Oh, hi. Okay, mit dem Danny wird es nicht leichter, jetzt in die Startelf zu kommen, glaube ich. Und ich treffe kein einziges Ziel, ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Ach du Kacke. Ha! Ja, cool. Ich bin jetzt auch nicht so ultra abschlussstark. Auch beim Ultimate Team. Also, da vergebe ich so krasse Torchancen manchmal. Das verstehe ich selber nicht. Ach, nee, das können wir so nicht machen. Da kann man doch nicht in die Startelf hier. Das können wir nicht bringen, Mann. Das geht echt gar nicht. Oh, ja. Aber dann ging er nicht rein. Aber jetzt sieht es doch schon ganz anders aus. Noch einmal so eine Zielscheibe, dann müssten wir auf jeden Fall das A haben, denke ich. Oh, oder auch so. Der war aber auch schon geschossen. Ach, Danny. Okay, aber das nehmen wir gerne mit. Das ist okay. Oh ja, das gab aber jetzt gut dazu, auf jeden Fall. Und wir sind in die Startelf gerutscht, jetzt durch das Training. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Oh, Sequenz. Williams, komm mal her. Du spielst von Anfang an im Liga-Cup-Halbfinal-Rückspiel. Wir sind im Angriff zu berechenbar, also probiert der Boss mal was Neues aus. Du machst Witze, ja? Ich mach keine Witze. Das Hinspiel war 0-0. Ein Spiel haben wir noch bis Wembley. Und du solltest diese Chance nutzen. Eine zweite kriegst du vielleicht nie. Schließlich ist das ja auch genau deine Position. Oh, ho, 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 ho.
Ja, da war auch mal kurz der alte Kloppo zu sehen. Ach, guck mal, so ist es mit den Skillpunkten. Wir können jetzt noch verteilen. Alles klar. Ja, da war mal kurz der alte Kloppo. Wir spielen jetzt als... Ja, in der Startelf. Wir spielen jetzt in der Startelf im Pokalspiel. Ui, und das müssen wir auf jeden Fall reißen. Ja, was skillen wir denn? Ne? Wir müssen eigentlich ja als Stürmer auf jeden Fall auf Abschluss gehen. Und dann schwachen Fuß würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Dafür brauchen wir 3 Punkte. Angeschnittener Schuss ist auch echt geil, aber schwacher Fuß, da muss man halt nicht so sehr drauf aufpassen dann. Ne? Das ist dann schon echt nice. Okay. Uiuiui. Ich muss aber mal gerade einen kleinen Cut machen. Ich glaube, den wird man wahrscheinlich noch nicht mal sehen, weil es geklingelt hat. So, alles klar. Es kam ein kleines Paket. wir müssen jetzt gegen Everton, ja, im Pokal, ne? Im Pokal. So, Williams da vorne. Uiuiui. Everton ist auch nicht gerade leicht. Und auswärts sind wir aber auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir ein Tor machen, haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gute Karten. Alex Hunter hat uns in einem Post erwähnt. Und Walker. Du darfst also in einem Liga-Cup-Halbfinale von Anfang an ran. Roffel. Ernsthaft Roffel, ja? Roffel. Ja, der Walker, der ist halt immer noch ein Wichser, ne? Kann man nicht anders sagen. Und jetzt hier Alex, jetzt kann The Williams Footy der Welt zeigen, was er drauf hat. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Willkommen zu dieser Partie, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zum Rückspiel im Halbfinale. Oh, oh, oh. Oh, so ein Druck, verdammte Scheiße. Das ist auch das große Ziel von Danny Williams. Bin mal gespannt, und dann auch noch als Sturmspitze vorne. Und jetzt kriegen wir hier die Aufstellung des FC Everton eingeblendet. Sie sind heute recht defensiv eingestellt. Everton ist defensiv. Aha. Sieht erstmal so aus, aber die Außenverteidiger gehen natürlich mit nach vorne. Ah, ja, geil, direkt bei dem Ball verloren. Ey, das ist hart. Das ist hart. Der Danny hat sich einfach nicht gedreht. Der ist halt ein bisschen träge, ne? Der ist so groß und eher so ein Tier. Ist jetzt nicht unbedingt mein Stil. Kommt, Leute, ran, ran. Auf was? Oh. Da kommt die Ecke von Banks. Aus der Reingabe haben sie nichts gemacht. Jetzt Williams. Nein, ich bin jetzt ausgelaufen, scheiße. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Diesen Einwurf haben sie sich wirklich verdient. Da haben sie die Räume super zugestellt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Oh. Da geht er dazwischen. Okay, Lalana, komm, gib her das Ding. Oder auch nicht. Ja, Coutinho, was ist denn dein Ding, Alter? Was willst du hier rüberbringen, damit dass du den Ball so hart verlierst? Kein Bock auf Finale, oder wie? Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Williams. Jetzt Lalana. Danny Williams bekommt heute seine Chance. Glaubst du, dass es sein letztes? War das gut möglich? Der Verein war zuletzt nicht immer zufrieden mit ihm. Es gab viel Kritik. Ja. Da müssen wir mal schauen. Er muss heute Leistung bringen. Keine Frage. Ja, ihr macht mir auch keinen Druck, ihr Affen. Druck ist im Moment enorm. Ach so, sagt auch noch, dass der Druck im Moment enorm hoch ist. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Na, ja, war cool. Nein, der sollte auch zu Lalana. Ja, da gehen sie mit zweimal hin, da gehen sie auf Nummer sicher. Emre Can. Ach, verdammt, wieso spielt er denn da unten hin? Das frühe Pressing jetzt. Kommt, Leute, holt den scheiß Ball zurück. Barkley. Und das ist der Ballverlust. Jetzt vielleicht Danny Williams. Jo! Boss! Stand ja immer wieder.
Trick, aber da zeigt er, was er kann. Klasse. Wow, was für ein Stein mir gerade vom Herzen fällt. Unglaublich, ey. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Schön die Abwehr überlaufen, kurz Seite gewechselt, zack, angeschnittener Schuss. Wow, heftig, 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 heftig. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt auch einen Auswärtstor-Vorteil, das ist schon mal ganz gut. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und Williams. Und Coutinho. Super dazwischen gegangen. Ja, schade. War eigentlich eine gute Idee. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Das war eigentlich ganz dumm, dass ich das so gemacht habe. Das hätte echt nicht sein müssen. Oh, ich bin immer noch aufgeregt. Oh, je, je. Jetzt wird's gefährlich werden. Kommt, Leute, jetzt stört die doch mal ordentlich. Ja, so ist gut. Den Ball holt er, gut verteidigt. Anderson. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Jetzt Coutinho. Williams. Und Lala. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht. Ja, sau geil, Alter. Ja. Das war echt Tiki-Taka. Das war schon ziemlich cool gemacht. Immer weiter gepasst. Zack, zack, zack. Wow. Ui, und es ist immer noch Profi. Ich hab's nicht geändert. Ich mach zwar mittlerweile Squad Battles auf Weltklasse. Mal gucken, ob ich da auch demnächst irgendwie, wenn ich weit genug oben bin, ein Video zu den Rewards mache. Aber das lohnt sich halt erst ab dem Top 100 und das ist noch weit, weit weg. Aber ich hab dann hier auch auf Weltklasse gehabt. Aber ich hab's jetzt mal auf Profi wieder gelassen, weil, ja, muss man ja nicht alles übertreiben direkt. Aber es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus. Mal gucken, was der Kloppo sagt. Du machst das richtig gut in dieser Saison. Ja, ja, ist klar, in dieser Saison vor allem. Vor allem, weil sie den Danny ja eigentlich gar nicht richtig haben wollten. Bis vor kurzem. Alle sind wieder da. Alle sind bereit für den zweiten Durchgang in diesem Halbfinale im Carabao Cup. Nun, lala. Wijnaldum. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Super. Was war das denn? Das wird jetzt Abschluss geben. Ich dachte eigentlich, er bleibt außen mit dem Ball da und dann hätte er schon reinflanken können. Naja. Doch. So ein Ballverlust. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Henderson ist im Fokus, nicht Danny. Was ist da los? Normalerweise müsste Mr. Williams im Fokus sein. Und das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Hätte der den gut verwandelt, das wäre ganz schön spannend nochmal geworden. Muss nicht unbedingt sein. Ja, Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele. Immer wieder sehr souverän. Jetzt wird's gefährlich. Wijnaldum. Na. Ecke? Das wird ja, okay. Gegeben. Komm, flank mal rein, auch wenn ich ihn bestimmt nicht verarbeiten kann. Aber Danny ist ja so groß, wer weiß. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Mit Alex nehme ich den ja immer gerne kurz nach der Ecke. Und jetzt mit Karte. Ja, 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 ja. Er passt auf und holt sich. Okay, alles, alles dufte. Williams am Ball. Das könnte gefährlich werden. Wijnaldum. Anderson. No, war cool. War cool. Keeper geht gut zum Ball. Faust ihn weg.
Halte die Position. Hey, da müssen wir ja voll weit nach hinten, damit der zufrieden ist. Wir sind doch Stürmer. Stürmig sind wir unterwegs. Ja. Ross Barkley fängt diesen Ball ab. Ja, von wegen halte die Position. Die können froh sein, dass ich da war. Ich habe den Ball nämlich dann so schön abgefangen. Ja, ja. Komm, der war geil, der war geil. Oh. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Double Substitution. Everton. Wechsel bei Everton. Number 23. Seamus Coleman. Anderson mit Deck. Naja, okay. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Number 15. Crypto Martin. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Super Aktion, der Ball kommt an. Und Williams. Oh, aber die Flanke war eigentlich ganz gut. Der hat sich nicht so gut durchsetzen können in der Mitte. Sandro. Gueye. Da ist der Ball weg. Oh. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Wie knapp das war. Da muss er hin. War auch eine gute Idee, das so zu spielen. Ronaldo. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Adam Lallana jetzt. Und jetzt die Chance. Wow, das hätte man als Vorlage. Krass. Das war aber auch wieder schön Tiki-Taka, ey. Mann. Aber ich bin halt nicht so der Stürmerspieler, ne? Ich mache irgendwie mehr Vorlagen als Tore oder gehe halt dann über außen und so. Ja. Aber ist okay. Solange es läuft, ist ja alles cool. Ach, Set als Eigentor, aber wir haben die Vorlage gegeben. Nee, Lallana. Okay. So, jetzt kommt, Leute. Einen will ich noch machen. Das wäre schon ganz dufte. Dufte ist irgendwie so ein neues Modewort bei mir. Ich weiß auch nicht. Ach, das war scheiße von mir. Das war richtig schlecht. Boah, Henderson, komm. Was? Was machst du da? Ja, Mann, die Liverpool-Hymne. Ganz knapp über die Latte. Was denn, verhalte die Position? Wir stehen da doch 1A. Ja, ja, Halbfinale geschafft. Zwei Vorlagen mit Danny. Ein Tor. Hat mir gut gefallen heute, hat seine Chance. Ja, geil. Das Halbfinale ist vorbei und sie haben es gepackt. Oh, Gott sei Dank. War aber ein gutes Spiel. 3-0 ist auch, glaube ich, ein solides und verdientes Ergebnis. Da ist Rooney, der alte Sack. Es dauert echt immer ewig, bis man das mal wegdrücken kann. Klasse Pässe. Klasse Pässe, das dritte im Endeffekt auch. Und das vierte auch. Ah, toll. Here's Danny Williams. Great game, lad. Good job. Wie schön, ein Held zu sein, oder, Monami? Du hast heute nicht nur den Trainer, sondern uns alle beeindruckt. Ja, sehr gut. Nicht so auf große Fresse machen mit Danny. Also, was du neulich gesagt hast, hat mich überzeugt. Schön, dass es in deinem Kopf angekommen ist. Auf dieser Leistung musst du aufbauen. Übernimm endlich Verantwortung. Verantwortung? So ein Vorbild sein und all das? Ja, das ist... ja, genau. Weißt du noch, als du das erste Mal hier warst? Da warst du ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler, konntest es kaum erwarten, einen Vertrag zu unterschreiben. Als die Fotografen gegangen waren, hattest du zu mir gesagt, dass du dir in diesem Club einen Namen machen wolltest. Lachhaft, oder? Der Trainer will, dass du in den nächsten Spielen mehr Verantwortung übernimmst. Mal sehen, vielleicht können wir dann in der Premier League was reißen.
Wenn du jetzt Leistung zeigst, schaffst du es vielleicht ins Team fürs Ligapokalfinale. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Wie er sich freut. Ja, eine 9,4, das geht klar. Wäre ja schon mal nicht schlecht, sagt er. Hat er recht, ne? Wäre nicht schlecht, hat er recht. Und wir haben 2 Skillpunkte bekommen, cool. Okay, direkt mal weiter. Wieso sind wir nicht in der Startelf, Herr Klopp? Hallo, Top-Training, Top-Spiel, was ist da los? Okay, nochmal Training, ja komm, machen wir das schnell, dann haben wir es hinter uns für die Folge. Dann haben wir es hinter uns. Wer ist bereit für ein bisschen Keiner, da hat wirklich niemand Bock drauf. Torvorlagen und hohe Steilpässe. Okay. Wir haben gelbes Leibchen, ne? Ja. Oh, wie kacke. Voll knapp. Ja, na also. Na, saugeil. Ja, ja, komm, das war gut. Hohe Steilpässe jetzt, okay. Das sollte auch nicht so das Problem sein. Aber immer wenn ich das sage, wird es eins. Vielleicht sollte ich einfach mal den Mund halten. Abseits, oder? Ja. Das war ja cool. Ah, oh, der war eigentlich ganz cool, aber ein bisschen zu stark dann doch. Ach, hat der gehalten was? Nein, aber A geholt. Okay, passt. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Machen wir. Machen wir. Machen wir voll. So, was kommt denn als nächstes? Komm, hau rein, FIFA. Du lädst immer ewig. Okay, gegen Huddersfield. Ja, guck mal, diesen 20er. Das sollten wir schaffen, aber in der nächsten Folge machen wir das und dann. Ah, ich warte noch einen Skillpunkt ab. Dann können wir direkt da. Ein zweiter geben bei Torjäger. Okay, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.